Willkommen zurück zu SFS Tutorial. Heute besuchen wir die Marsmonde Phobos und Deimos. Das sind zwei klitzekleine Monde ohne Atmosphäre und die wurden wahrscheinlich vor sehr langer Zeit vom Mars eingefangen. Es sollen nämlich Asteroiden sein. Sie werden auch Kartoffelmonde genannt. Das kommt aufgrund ihrer Form. Die sind nämlich recht ungewöhnlich geformt, also nicht annähernd kreisförmig, sondern eben wie Kartoffeln. Wir werden sie besuchen. Es wird keine besonders schwierige Mission. Wir waren ja auch schon beim Mars, aber seine Monde haben wir nicht besucht. Das kommt jetzt dran. Und zwar bauen wir dafür eine klitzekleine Rakete, hier mit dem Valiant-Triebwerk in der Mitte, den beiden Hawk-Triebwerken daneben. Auf jedes Triebwerk kommen zwei von den großen Treibstofftanks und dann können wir das hier unten auch schon wegnehmen. Dann brauchen wir zwei seitliche Separatoren, die kommen hier hin. Ein Separator, Valiant-Triebwerk und noch ein Treibstofftank. Noch ein Separator, die Kapsel und ein Fallschirm. Und dann noch Aerodynamik, eine aerodynamische Spitze. Und dann ist es auch so gut wie fertig. Als nächstes machen wir auch noch die Stufen, aber vorher mache ich das hier weg. Also als erstes müssen wir hier die Triebwerke einschalten. Erstmal die Hawk-Triebwerke und dann das Valiant-Triebwerk. Dann machen wir eine neue Stufe, wählen die beiden Separatoren aus. Dann die beiden hier. Und oh, ich habe tatsächlich eine ganze Menge vergessen. Und zwar die Landebeine natürlich. Wir müssen ja irgendwie landen und RCS-Düsen. Entschuldigung dafür. Neue Stufe und dann noch die Landebeine. Und das war's auch schon. Und jetzt fliegen wir los zu den Kartoffelmonden. So, wir starten ganz einfach. Schub auf 100 und auf an. Wir haben ein Schubmasseverhältnis von 1,77. Das heißt, wir sollten ganz schön schnell abheben und die Erde auch ziemlich schnell verlassen. Und wir drehen immer weiter. Ihr seht ja oben links die Winkelanzeige. Da steht jetzt gerade 10, jetzt ist 20. Und ihr müsst halt immer weiter nach rechts drehen, bis ihr halt entweder keinen Treibstoff habt oder bis eure Apoapsis, also euer höchster Punkt, im Weltall ist. Also aus dem grauen Bereich aus, raus und in dem schwarzen Bereich. So, wir sind so gut wie draußen und wir sind draußen, wir haben aber keinen Treibstoff mehr. Also aktivieren wir die nächste Stufe und machen auch gleich das Triebwerk aus. Ihr seht, die Booster fliegen jetzt weg. Das ist jetzt unnötiges Zusatzgewicht, das wir nicht mehr brauchen. Jetzt haben wir hier dieses kleine Valiant-Triebwerk. Jetzt ist es ein bisschen langsamer, aber ich denke mal, das werden wir trotzdem hinkriegen. So, jetzt können wir die Zeitbeschleunigung benutzen. Wir sind aus der Atmosphäre der Erde raus. Dann können wir uns einmal drehen, machen auch gleich wieder das Triebwerk an. So, wir fokussieren einmal unsere Rakete. Ihr seht, der Punkt kommt auf uns zu. Das heißt, wir drehen nach links. Und wir müssen schauen, dass er sich auf jeden Fall ein bisschen langsamer bewegt. Ja, ich würde noch ein bisschen weiter drehen. Und ich glaube, das reicht jetzt. Ja, er wird langsamer. Das heißt, wir müssen nicht weiter nach links drehen. Und der fängt jetzt auch langsam wieder an, sich auf uns zuzubewegen, was recht gut ist. Je näher ihr an dem Punkt seid, desto effizienter wird halt der Verbrauch vom Treibstoff, um eben Schub zu erzeugen. Deshalb müsst ihr halt versuchen, möglichst nah an dem Punkt dran zu sein. Und wenn er sich sehr weit nach rechts bewegt, könnt ihr euch natürlich nach rechts drehen. Wenn er sich nach links bewegt, dreht ihr euch einfach ein bisschen nach links. So könnt ihr das immer ein bisschen ausbalancieren, damit es schön effizient ist.
Und wir haben fast die Geschwindigkeit erreicht. Jetzt drehe ich noch mal ein bisschen. Oh, das bewegt sich weg. Und wir haben die niedrige Umlaufbahn erreicht. Schnell stoppen. Wir zoomen raus. Das ist ein schöner Orbit. Wir speichern einfach mal ab. Und keine Ahnung, schreiben Orbit auf OK und speichern. Dann zoomen wir ganz weit raus, bis wir den Mars sehen. Setzen Kurs auf den Mars. Und dann starten wir Zeitbeschleunigung, bis die Erde auf dem Transferfenster ist. So, wir sind kurz davor, wir verlangsamen ein bisschen und wir stoppen. Die Erde hat jetzt den Transferfenster getroffen. Jetzt zoomen wir so weit rein, bis wir unsere Rakete wiedersehen. Und jetzt benutzen wir wieder die Zeitbeschleunigung, bis wir kurz vor dem Transferfenster sind. Mit der Rakete natürlich. Wir drehen uns richtig rum. Und wenn wir kurz davor sind, starten wir das Triebwerk und warten wieder eine Weile. So, wir haben jetzt die Begegnung mit dem Mars. Wir fokussieren den jetzt mal und verbessern unsere Begegnung ein bisschen. Und zwar, ja, ich würde gerne noch ein bisschen näher ran. Na, nicht so weit nach unten. Und ich glaube, das reicht. Dann machen wir mal Zeitbeschleunigung und machen einen neuen Quick Save. Keine Ahnung. Mars, Reise. Speichern und dann erhöhen wir die Zeitbeschleunigung, zoomen wieder raus und dann fliegen wir Richtung Mars. Wir kommen dem Mars schon ziemlich nah, also verringern wir die Zeitbeschleunigung. Wir fokussieren den Mars und da ist unsere Rakete. Wir sind jetzt schon ganz schön nah am Mars dran. Und gleich erreichen wir unsere Periapsis. Das ist der niedrigste Punkt im Orbit. Dann zoomen wir noch ein bisschen weiter rein. Und ich glaube, das reicht auch so langsam. Wir haben nämlich einiges an Geschwindigkeit, das wir abbauen müssen. Und eigentlich brauchen wir jetzt die RCS-Düsen nicht mehr. So, noch ein bisschen in die Richtung drehen, noch ein bisschen weiter. Und dann starten wir das Triebwerk wieder auf 100%. Und dann zoomen wir ein bisschen raus und warten, bis wir einen etwas niedrigeren Orbit bekommen. So, und das reicht auch schon. Denn wir wollen am besten zuerst zu Deimos. Das ist der, ich glaube, größere, aber leichtere Mond von beiden. Und deshalb ein bisschen schwieriger drauf zu landen. Und ja, es wird auch eine Weile dauern, bis wir mit dem irgendwie eine Begegnung haben werden. Deshalb warten wir einfach hier ein bisschen. Oh, plus 19,1 Meter pro Sekunde. Das ist an sich recht gut. Dann müssen wir in die richtige Richtung drehen, nämlich vorwärts. Und das war ein bisschen zu viel. Also nehmen wir die RCS-Düsen und machen den Rest. Damit, wir haben die Begegnung. Dann schauen wir uns das mal an. Die Begegnung ist ziemlich gut. Und zwar wollen wir das genau so haben, dass wir genau drauf landen. Oh, ich habe es natürlich jetzt schön verhauen, nicht mehr bewegen. So, wir speichern am besten nochmal. Und zwar diesmal Deimos auf OK, auf Speichern und dann wieder Zeitbeschleunigung. Wir wollen den direkt, also eine direkte Begegnung haben, dass wir quasi auf Kollisionskurs stehen. Denn beide Monde haben eine sehr geringe Gravitation.
Und ja, ein Orbit ist da sehr schwierig zu erreichen, weil die einerseits so unförmig sind, dass man einfach in die reinkracht, weil die irgendwie einen riesen Berg an einer Stelle haben. Und andererseits kann man sehr schnell dem Ganzen entfliehen. Aber jetzt sind wir kurz davor zu landen. Wir drehen uns nach oben und machen den Schub auf 100%, Landebeine raus. Und okay, wir werden auf jeden Fall landen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen drehen. Und zwar so, dass wir nach unten kommen. Und das sollte auf jeden Fall klappen. Komm schon, steh still. Okay, es will nicht. Doch, da, wir sind gelandet. Super. Einmal kurz Schub geben. Und ein Screenshot. Dann kann das fürs Thumbnail reichen. So, wir haben direkt eine Flucht. Oh, das ist die falsche Richtung. Ist natürlich doof. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir das System wieder verlassen. So, ich glaube, ja, jetzt können wir die Zeitbeschleunigung nutzen. Das heißt, wir können jetzt Phobos verlassen. Deimos meinte ich. Jetzt können wir Phobos als Ziel setzen. Und ich würde jetzt, oh, das war zu schnell, warten, bis wir hier oben sind. Und dann verringern wir unseren Orbit ein bisschen. Und zwar bis wir zu Phobos kommen. Genau so. Und dann müssen wir natürlich noch ein bisschen warten. Tatsächlich werde ich jetzt hier auch unsere Apoapsis ein bisschen verringern, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. So. Okay, das sollte klappen. Oh, wir haben direkt eine Begegnung. Wir brauchen nur ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen natürlich. Und jetzt schauen wir mal. Ja, das könnte echt kompliziert werden. Komm schon. Perfekt. Das speichern wir auch nochmal. Phobos. Okay. Und dann wieder Zeitbeschleunigung. Und die Zeitbeschleunigung ein bisschen verringern. Okay. Da haben wir es fast geschafft. So. RCS können wir ausmachen. Und da haben wir Phobos. Kleinere von beiden, aber der schwerere. Eine höhere Masse. Und ist dadurch auch ein bisschen einfacher zu handhaben. Wir fliegen auf ihn zu, 40 Meter pro Sekunde, das schaffen wir locker. So, 100 Meter, jetzt Schub geben. Und natürlich ein bisschen zu lang. Aber das haben wir. Das kriegen wir hin und donk. Wir bewegen uns ganz leicht. Komm schon. Okay, will nicht ganz. Ich brauche das Achievement. Ja, landete auf der Oberfläche vom Phobos. Das haben wir. Und jetzt geben wir wieder ein bisschen Gas. Und dann verlassen wir auch das Phobos-System, ja, eigentlich nur Phobos selber,
Und dann können wir nochmal rauszoomen. Da haben wir den kleinen Phobos. Und jetzt warten wir wieder ein bisschen, bis wir auf der richtigen Höhe sind. Okay, wir können jetzt den Zeitraffer benutzen. Und zwar beenden wir die Navigation zu Phobos. Und jetzt drehen wir uns noch ein bisschen. Wir können die Landebeine übrigens jetzt einfahren. Wir drehen uns so rum. Das war ein bisschen zu weit. Wir wollen nämlich noch nicht noch einen weiteren Phobos-Begegnung haben. Und jetzt fokussieren wir die Erde. Und oh. Irgendwie wurde die andere Stufe rausgeschmissen vom Erdorbit. Naja, gut, kann ich jetzt nicht ändern. Warten wir, bis wir ein Transferfenster haben. Und wir haben gleich eins. Okay, wir sind kurz davor. Stopp. Jetzt gehen wir zum Mars. Und wieder bis zum Transferfenster. Wir drehen uns in die richtige Richtung und geben wieder Gas. Und gleich sollten wir wieder zurück zur Erde kommen. Noch ein kleines Stück. Und da sind wir mit der Begegnung. Noch ein bisschen näher. Noch ein kleines Stück näher. Ich würde gern in die Atmosphäre kommen. Und ja, noch ein bisschen. Okay, das ist gut. Dann wieder Quick Save. Erde speichern. Und dann zoomen wir raus. Und die Zeitbeschleunigung auf Maximum. Und wir verringern wieder ein bisschen und noch ein Stück. Jetzt fokussieren wir die Erde. Und noch ein bisschen schneller. Und jetzt stoppen wir mal kurz. Wir werden jetzt nämlich die letzte Stufe abtrennen, damit wir nicht zusammen landen. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch die Landung vor uns. Und da werde ich jetzt auch ein bisschen cheaten. Und zwar, was ist das? Nein, das ist nicht das. Sondern das da. Wir warten, bis es am niedrigsten Punkt ist, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. So, wir sind jetzt bei 6000 Metern. Und ich warte mal, bis wir noch ein bisschen niedriger sind. Jetzt haben wir 1,4, 1,3 Kilometer. Und bei, sagen wir mal, 400 Metern öffnen wir die Fallschirme. Also noch 300 Meter, 200 Meter, 100 Meter. Und ja, jetzt öffnen wir den Fallschirm. Und dann können wir schön gemütlich landen. Sind jetzt hier noch 120 Meter. Das sollte nicht allzu lang dauern. Und damit haben wir die Mission im Grunde geschafft. Das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.